Werner Schuster, das Wochenende in Hinterzarten ist vorbei. Wie fällt denn Ihr Fazit aus? Ja, ich habe vorher gesagt, wir sind im Plan. Ich würde jetzt sagen, auch nach Hinterzarten, würde ich sagen, wir sind als Team im Plan. Wir haben zwar gestern unsere Ziele nicht ganz erreicht, konnten, haben das Podium knapp verfehlt, aber müssen auch einsehen, dass man nur in topfitten Zustand Skispringen kann. Und selber ein Freund hat hier ein leichtes gesundheitliches Problem gehabt. Und ja, das kann so passieren. Mit dem heutigen Einzelergebnis bin ich zufrieden, alle in den Punkten. Und speziell einem Podestplatz von einem jungen Springer, das ist immer ein besonderes Highlight. Und von dem her können wir beruhigt, aber nicht weniger intensiv weiterarbeiten. Ja, Richard Freitag hat seine erste Podestplatzierung ersprungen. Er hat sich sehr gefreut, sagte er, dass es hier in Hinterzarten vor heimischem Publikum ist. Hat sich für Sie diese Leistungssteigerung schon angedeutet? Ja, es hat hier schon Einzelgespräche gegeben in den Wettkämpfen zuvor. Ein dritter, letzter Sprung in Zakopane war er auch hinter Morgenstern Schlierenzauer schon in einem Durchgang mal Dritter. Aber er ist ein junger Springer, der macht auch mal Fehler, der darf auch mal Fehler machen. Es gab hier eine gute Chance, dass er wieder einen Top-10-Platz erreicht und für einen Podestplatz muss alles zusammenpassen. Aber den hat ihn nicht der Wind gebracht, sondern es war seine eigene Leistung. Er ist einfach gut gesprungen und es steht ihm zu. Und es gibt hier aber auch noch was zu tun. Ist noch nicht ausgereift und das macht uns als Trainerteam glücklich. Severin Freud, Sie haben es vorher gesagt, hat ein bisschen mit dem Rücken Probleme gehabt. Müssen wir uns Sorgen machen um ihn? Im Moment einmal ist es schwierig, was für ihn wirklich die absolute Topleistung zu bringen. Er hat hier Probleme in der Ansteuerung. Wenn man weiß, wie sensibel die Sportart ist, dann hängt hier viel von der Anfahrtsposition ab. Es wird eine Kraft aus den Beinen entwickelt und der Rücken hier spielt hier ist ein neuralgischer Punkt. Und somit konnte er nie wirklich seine Topleistung hier abrufen. Das sollte aber in ein paar Tagen wieder vorbei sein. Ich bin überzeugt, dass er nächste Woche schon in Einsiedl und Courchevel wieder bessere Ergebnisse bringen kann. Aber im Endeffekt ist es so nur ein Aufgalopp für den Winter. Und ich bin zuversichtlich, dass Severin, der sehr, sehr professionell arbeitet, auch wieder im Winter hier eine gewichtige Rolle spielt. Aber es ist auch eine interessante Lernphase für ihn jetzt. Wir haben jetzt hier am Stützpunkt in Hinterzarten die glückliche Situation, dass einer der Stützpunkttrainer, nämlich Stefan Horngacher, auch in Ihrem Trainerteam im Weltcup unterwegs ist. Inwieweit hilft Ihnen das weiter? Ja, es ist eher der rote Faden, ist gewährleistet. Die Sportler, die hier trainieren und dann am Stützpunkt trainieren und dann wieder im Lehrgang, wo wir alle zusammen sind, hier ihrer Leistungsverbesserung nachgehen, ist halt gewährleistet, dass hier nicht an verschiedenen Punkten angesetzt wird, sondern dass immer der gleiche Ansprechpartner zur Verfügung steht, die Kommunikation läuft besser und in dieser Richtung wollen wir unser System in Deutschland noch weiter ausbauen. Ein Wort vielleicht noch zu Andreas Wank, der im COC mit zwei Siegen toll überzeugt hat und hier, glaube ich, auch gute Sprünge gezeigt hat. Wie würden Sie ihn in der Leistung beurteilen? Andi Wank hat ein gutes Wochenende hinter sich, hat sofort diese COC-Leistungen, mit denen man COCs gewinnen kann. Wir haben hier Erfahrungswerte, dass man sagt, dann kann jemand zwischen 10 und 20 sich einreihen. Auf höchster Ebene hat er eigentlich gebracht. Er hat die Quali gewonnen, er hat im Teamwettkampf eine Top-Leistung gebracht, war heute im Probedurchgang noch besser. Nach seinem 10. Platz ist er irgendwo im Anspruchsdenken, hat er sich vielleicht ein bisschen verlaufen, musste einen kleinen Rückschlag in Kauf nehmen, aber im Endeffekt ist er eigentlich im Soll und hat sich hier wirklich wieder gut präsentiert und werden wir schauen, wie die nächsten Wettkämpfe laufen. Herzlichen Dank.